Hallo, der Trimax hier. Willkommen zur nächsten Folge Resident Evil 7. Und ich habe mir nochmal die letzte Folge mit meiner Freundin reingezogen. Das war echt witzig, wie krass sie sich erschrocken hatte. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich habe noch immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass ich mir mehr genauer alles angucken soll. Nichts vergessen soll, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Jetzt habe ich hier. Ach so, das ist ja eine interessante Sache. Ich bin immer voll. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich sagen. Ich kann nie Sachen aufsammeln. Ich bräuchte echt einen größeren Rucksack. Jetzt habe ich schon wieder eine antike Münze. Ist jetzt auch nicht so geil. Ich schmeiß mal hier das Schießpulver weg. Oder kann ich das mit irgendwas verbinden? Was hat das denn jetzt gebracht? Verbesserte Pistolenmunition? Ah, oh, das ist nice. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt sind ja immer noch meine Plätze hier voll. Eine antike Münze will ich auch nicht wegschmeißen. Jetzt auch nur so eine Kiste, was ich machen könnte. Macht das Sinn? Nee. Macht es nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Wir müssen hier runter springen. Der Ton ist ja echt krank. Also bei mir ist es gerade 10 vor 1, mitten in der Nacht, alles dunkel und ich muss sagen, das Game haut schon übel rein. Ja, will man nochmal kurz in die Küche gehen oder aufs Klo gehen oder sowas, da guckt man immer zweimal, wenn man die Tür aufmacht. Echt eine üble Sache. Aber das macht ja auch gerade den Spaß dabei aus. So, kann ich hier irgendwo noch ran? Oh, das ist gut. Guck mal, was ist das hier für ein kranker Scheiß denn? Kommt gleich irgendwas raus und killt mich gefühlt. So, gehen wir nochmal weiter. Erstmal alles genauestens erkunden und equippen. Wie soll ich das spinnen? Was ist denn Spinnen? Hier kann ich einfach durch die Tür gehen, da muss ich nicht durch diese Kackspinnen gehen. Alter, diese Sounds. Bin ich das? Das darf doch nicht wahr sein. Nie genug Platz, das. Was machen wir da? Was kann ich hier loswerden? Jetzt habe ich noch diese Spezialmuni und normale Muni. Das ist ja der Platzfresser schlechthin. Ich benutze die Pistole noch nicht mal. L1 und 3. Jetzt habe ich diese. Jetzt eine Spezialmunition. Okay, gut zu wissen. Gönnen wir uns die auch mal. Oh, das ist ordentlich. 16 Schuss in der Flinte, das ist nicht wenig. Haben wir hier noch was? Nee, das will ich nicht. Das braucht auch nur Platz. Ist jetzt nicht so heftig. Wir gehen mal hier hoch. Wir müssen hier eigentlich auch nach oben. Oh, was ist das denn? Alter, wieso hat die 5 Meter lange Armkante? Das ist doch hier von eben. Das war auch das Scheißding in dem Loch. Ein bisschen Muni craften schnell. Und ich hab nichts. Ich hab nichts. Ist das krank? Die kommt doch gleich wieder. Noch mehr Brennstoff, fantastisch. Was ist das für Sounds? Man hört sie doch total. Was ist das für eine. Alter, ich hab die 100 pro gehört. Ist das krank mit dem Zimmer? Oh, was ist das? Ich muss schon auf den Alter schießen. Alter, was hat die denn? Das ist eine Frau. Was bringt das Serum? Alter, die hat. Holy shit, die hat durch das Serum. Oder durch mit was sie auch verseucht ist. Hodenkrebs im Endstadium. Im Endstadium bekommen. Und das als Frau. Und die 5 Meter langen Arme. Diesmal entkommst du nicht. Boah. Ich kann mir zum Verschwenden, ist nicht gut. Haut rein. Haut rein, ey. Was die da für merkwürdige Kreaturen erschaffen. Es gibt kein Entkommen, Stadtjunge. Stadtjunge? Das ist ja richtig eine Beleidigung.
ist hinter der Wand hier. Oh, scheiße. Was macht die mit mir? Wo ist die denn? Alter, die hat keinen Ausweg mehr, Junge! Alter, mein Herz rast ja gerade richtig. Das ist ja wohl die krankste Szene überhaupt. Ich höre sie durch hier mit dem Headset. Der Ton macht mich, der killt mich. Hört ihr den auch so stark? Gott, wo ist denn schon wieder hin, Mensch? Spezialmunition von der Pistole. Wir können es aber nicht daneben hauen. 5 Schuss. Ich höre die blubbern, aber wo ist denn die? Was? Was? Oh mein Gott, diese Scheiße. Alter! Ist das Ding geschissen und ich treffe es noch nicht mal? Beide einmal getroffen. Boah, voll in den Hoden, als sie gerade weggegangen ist. Der brennt auch, das ist gut. Boah, scheiße. Boah, das ist gut, das backt hier irgendwie ein bisschen. Boah, ich würde durchgehend trampeln. Der Flammenwerfer steigt. Ja. Sind wir irgendwie sicher? So ein bisschen, das gefällt mir jetzt nicht. Wow. Oh, Scheiße. Oh, macht das noch Spaß, frage ich mich. Ja, gut, macht schon Spaß. Fürs Let's Play aufnehmen auf jeden Fall, aber das alleine zu zocken, das ist ja krank sein, um das gut zu finden. Renn, 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 komm, warum muss ich down gehen? Stirb! Das kann sie gar nicht überleben. Ich fand sie jetzt nicht so stark, die muss ich sagen, die Flammenwerfer. Ich glaube, da ist die Flinte besser. Oh, da hinten ist sie. Wo ist die? Ich will jetzt auch nicht hinterher rennen. Oh. Scheiße. Was? Die steht wieder auf, ich dachte, sie stirbt. Sie sah mega tot aus. Ich bin mir sicher, habt ihr gesehen, wie die gezappelt hat und am Boden war? Viel Kraut gefuttert, das ist gut. Das macht stark. Aber wo ist die hin? Jetzt kommt diese Scheißviecher wieder, Mann. Normaler Mann. Ich
Ja! Oh mein Gott. Scheiße. Oh, ist gut, ich bin hier. Guck jetzt das mal an. Warte doch einfach tot, okay? Oh mein Gott. Oh, das war ja. Das muss ich sagen, das haut schon ganz schön rein. Das war das Übelste. Okay, nee, da ist noch mit. Wo sind wir hier? Brennstoff, fantastisch. Ey, warum hatte die so einen Sackäuter einfach? Jeder Gegner in Resident Evil hat irgendeine Schwachstelle und den wachsen irgendwo random am Körper Eier oder irgendwas, was man einfach anschießen muss. Und das macht dann den Schaden. Achtet mal drauf, ey, jeder Gegner. Aber ich weiß nicht, warum eine Frau dann da einfach auf einmal einen Euter bekommt. Hier war doch eben noch Kraut, das nehme ich nochmal mit. Nein, ich wollte das Kraut kombinieren und ich... basteln. Ach, nochmal Kraut. Jedem ist eine zweite Chance, ne? Oh, wir haben eine antike Münze. Und ich glaube, wir haben schon 8. Das ist dann die 9. Und das heißt... Das wiederum heißt... Jackpot. Wir können uns die Magnum kaufen oder was das auch war. US-Arsenal, okay. Entriegelt. Ist das ein Klo? Oh, das erste Mal nichts im Klo, wow. Oh mein Gott, dieser Ton. Ah, guck mal. Da sieht mal einer an, da musste ich lang. Oh, noch mehr Flammenwerfer-Muni. Auch entriegelt. Ah, guck mal, hier sind wir. Na, jetzt macht doch alles Sinn, ne? Aus dem Loch, da sind wir gekrochen. Und sind dann hier lang gegangen. Schatzfoto nehmen wir nochmal mit. Und jetzt können wir ja eigentlich nur noch... Also das Haus war saukrank. Jetzt können wir ja nur noch... Hier lang eigentlich. Ist das unser Wohnwagen? Ist das unser Wohnwagen? Sind wir in Sicherheit? Alter. Mein Herz rast immer noch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei eurem Zuschauen oder ob das nur so ist, wenn man selber zockt. Ich bin durch, Leute. Es ist jetzt um 1. Ich muss dann auch gleich pennen. Ich kann auf keinen Fall pennen. Ich krieg kein Auge zu. Aber geil. Gut. Speichern. Erstmal in Sicherheit. So, jetzt gönnen wir uns hier ein... Die 8 antiken, jetzt haben wir 9 insgesamt. Was tun wir weg? Schatzfoto weg damit. Das hier weg. Weg. Wir brauchen so viel Platz, wie es geht. Kurbel braucht man vielleicht. Krähenschlüssel auch. Pistolenmunition. Jetzt haben wir hier die Laterne. Ach, die müssen wir da hinten einhängen. Ja, stimmt, die müssen wir einhängen. Erste Hilfe, Arznei. Brauchen wir 2 davon, ja. Und jetzt gönnen wir uns... Das hier. Oh, wie oft man das machen muss. Ich dachte, Zeitfresser hier. Das ist ja spannend. Wo kann man die einfach 9 auf einmal reinpacken? So, haben wir es denn jetzt? Das sieht geil aus. Wie war der Text dazu? Oh, was? Die braucht 2 Plätze. Eine großkalibrige Schusswaffe hat eine enorme Durchschlagskraft, aber auch einen starken Rückstoß. Na, jetzt bin ich davor. Jetzt kann ich nicht sehen, was da ist. Fail. Wie kann ich das denn in meine Plätze packen? Ich will das Messer da nicht haben. Wie geht das? Vielleicht hier.
Okay, das verstehe ich nicht. Schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht hätte ich noch irgendwas Leichtes klicken müssen. Ich pack das Ding erstmal weg, hab ja noch eh keine Munition dafür, das Teil. Jetzt gehen wir aus... Aha. Das waren doch jetzt Schüsse. Vielleicht kann ich das Ding jetzt auswählen. Komm, gib mir das wieder, gib mir das wieder. Aber es braucht halt so Berge viel Platz, ne? Wieso kann ich mir das denn nur angucken? Ach, bewegen ist es. Jetzt habe ich es. Aber wofür? Für die normale Pistole? Oder fürs Messer? Ah, fürs Messer. Dafür, das brauchen wir nur für Kisten. Jetzt haben wir das Gerät hier, ne? Oh, das sieht gut aus. Ich würde am liebsten einmal schießen, aber wir haben nur 4 Schuss. Gut. Das braucht echt viel Platz. Ja, gut nachgeladen. Nehme ich das mit? Ich glaube nicht. Ich nehme es nicht mit. Okay, sorry für das Ganze hin und her. Aber da war ich mir halt unsicher. So. Diese Sounds schon wieder. Kaum geht man raus, kommen diese kranken Sounds. Wir gehen jetzt nochmal zu einem anderen Krähen. Was war das für ein Sound? Mich würde auch mal interessieren, ob der Vater wieder lebt, den wir gekillt haben. Eigentlich müsste ich jetzt ja schon fast alle aus der Familie tot sein, weil wir alle gekillt haben. Eigentlich. So, irgendwo war jetzt hier noch eine Tür. Konzentration, wo war die? Es gab irgendwo in der Nähe, wo mein Lager ist, wenn man das so nennen kann, war da noch eine Tür. Oh, ich hoffe, die ist jetzt hier auf. Ich habe jetzt gerade keinen Skorpionschlüssel dabei. Okay, einmal aufgeschlossen zählt als auf. Das hilft. Was war das für ein Sound? Die Geräusche sind so krank. Hier war das nicht. Das war da, wo wir den ersten Schleimtypen gekillt haben. Den allerersten. Oh mein Gott. Diese Geräusche in dem Haus. Also wenn ihr richtig geschockt hier... Hier war das. Ja. Ja, ich hab's. Boah, sehr gut. Danke für die Tipps in den Kommentaren. Also ihr könnt gerne Tipps in die Kommentare schreiben, aber keine Spoiler. Aber so Sachen, die ich vergessen habe oder übersehen habe, sowas wie das hier. Das Granatwerfer. Wie lässig. Einfach ein fucking Granatwerfer. Ich habe... Oh, das ist Munition dafür. Und ich habe Scherze gemacht. Als ich meinte, ich will einen Raketenwerfer. Sieht denn der aus? Auf jeden Fall echt alt. Das ist gut. Jetzt bin ich ein Noob-Tuber. So, zurückwechseln. So. So, schon wenig Flintmunition. Naja, dann nicht. Haben wir hier noch was? Und mein Rucksack ist immer voll. Wie scheiße. Ich weiß auch nie, was ich mitnehmen soll und was ich nicht mitnehmen soll. Kann man sich irgendwo für 1500 Gems... sich einen größeren Rucksack kaufen. Ich gehe mal nochmal zur Kiste. Ich tue jetzt einfach die Kurbel weg und so. Den Granatwerfer tue ich auch nochmal weg, weil solange wir nicht zum Endgegner kommen. Hier machen wir die Kurbel weg, den einen Schuss weg, den Krähenschlüssel weg, Schießpulver weg. Ich muss hier echt Platz sparen. Oder ich nehme die Pistole ganz raus. Aber diese großen Waffen brauchen auch viel mehr Schuss. Na gut, jetzt sind wir equipped. Es kann weitergehen. Wir können jetzt die Lampe anhängen. Ich habe immer noch Schiss, dass der Vater hier kommt. Ich fühle mich in diesem Haus nicht zu Hause. Diese Geräusche. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie krank das ist. Was soll das sein? Soll das ein Donner sein oder ein Gewitter, ein Sturm ist hier oder was? Ich höre einfach nur Bassrauschen, was mich einfach durchaus erschreckt. So, geht weiter. Boah, ich habe keinen Bock, mich jetzt hier wieder so... Vielleicht kommt wieder ein Jumpscare oder so. Ich weiß ganz genau, dass ich mich gleich erschrecken werde. Und will mich nicht erschrecken, aber dann tut man es doch.
So, hier waren wir das letzte Mal erschrocken. Ist da jemand? Nein, dann können wir reingehen. Gut. Hier, das müssen wir schaffen. Ich mach, glaube ich, nächste Folge mein Headset leiser. Ich bin viel zu schreckhaft. Guck, was soll das? Was sollte das jetzt wieder für ein Geräusch sein? Einfach so? Das Klavier? Einfach mal so einen Sound machen? Verdammt. Als ob wir jetzt einfach so die Lampe abgeben können. Da kommt gleich wieder irgendwas. Irgendwie will ich da nicht reingehen. Oh, wie dumm. Holy shit. Ist irgendwas Licht rausgegangen? Das darf nicht wahr sein. Oh, ein Balf. Drauf. Ganz abgefucktes Kinderzimmer. Da hört der Spaß auf. Also der Kettensägenvater, okay, war krank. Dann die Klötenmutter, gut, noch abgefuckter. Vielleicht zu abgefuckt. Aber wenn jetzt so, wenn es uns ein Kinderzimmer geht und irgend so ein Dämonengöre uns hier anspringt. Ja, auch nie entspannen in dem Spiel, ne? Das wollte ich noch nicht. Ich soll doch immer Objekte so lange drehen, bis man irgendwas drücken kann. Aber manche Sachen kann man nicht drücken. Alles genauestens absuchen. Okay, es kann weitergehen. Nichts Brauchbares. Unten. Ach, du Scheiße. Na, hier ist Schleim, das heißt, hier kommt Schleimmonster. Das heißt, ich erschrecke mich gleich. Halt die Schnauze. Oh. In die Türen scheiße auf. Warum flackert meine Taschenlampe? Oh, jetzt geht's los. Bleib fort. Okay, es geht nicht los. Sehr gut. Sehr gut. Das war doch schon so ein Bleib fort. So, eigentlich haut man jetzt ab und gut ist. Aber nein, der will eine verfluchte Mia retten. Wir gehen weiter rein und gleich werden wir erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Ihr wisst gar nicht, wie mein Herz rast, oder? Geht das nur mir so? Oder ist es auch beim Zuschauen so der Fall? Hinterm Bett. Was soll ich machen? Was sind das für Sounds? Oh Gott. Fuck. Ah, das brauche ich für das Serum. Ein Arm. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Die Serie.
Ach, nee. Komm. Ich hab grad Gänsehaut, toll. Okay. Das ist gut. Okay, danke. Entspannt. Obwohl, nee. Nicht entspannt. Das haben die mit Absicht gemacht, damit man sich jetzt noch doller erschreckt. Wo ich durchschaut. Oh, alles vollgekritzelt. War das eben auch schon? Nee, das war eben noch nicht. Die Taschenlampe wird auch immer dunkler. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Scheißmusik. Hab ich gerade Eier flattern? Das darf doch gar nicht wahr sein. Scheiße! Der Flammenwerfer ist ja todesschwach. Der hat auch eine Flinte in den Kopf. So. Okay, der Flammenwerfer ist schwach. Die Flinte ist leer. Die Pistole ist ultra der Bullshit. Flammenwerfer war nur gut gegen Insekten. Oh. Kann die Musik noch abgefuckter sein? Ja, immun. Diese Schleim. Das zieht mir ganz schön Leben. Ich höre was. Jetzt erschrecke ich mich nicht. Tja, ich. Oh, Scheiße, ich bin auch nichts. Ist er tot? Ja, sehr gut. Geschafft. Ich muss jetzt nur noch den Arm hier hinpacken. Die Frau am Telefon, Zoe, meinte ja. Wie? Was ist denn für ein Geräusch? Habe ich das Ärmchen nicht dabei? Ich hab nur einen Arm, okay. Ja, mal ran. Ja, mal ran. Sie gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. So. Da wir gerade im automatischen Speichern waren, würde ich sagen, dass es das erstmal war. Ich bin komplett durch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also wenn euch das richtig fertig machen soll, diese Serie, ja, dann guckt das mitten in der Nacht, ganz alleine, komplett dunkel. Nimmt euch Kopfhörer, macht das so laut, wie es geht. Das wird, das haut so rein. Ich bin fertig erstmal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ich irgendwas vergessen habe oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Tipps, ohne zu spoilern, dann schreibt das bitte in die Kommentare.
Oh, ich bin immer noch total durch. Voll auf Adrenalin. Mein Herz rast total. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.